Guten Morgen, Leute. Willkommen zurück. Ich fahre jetzt zu Mathilda. Da mache ich erstmal die Kamera aus, weil ich habe seit nicht mal einer Woche meinen Führerschein. Und ich muss jetzt Autobahn fahren. Und das ist nicht das Entspannteste. Du weißt, wir sind Kreuz. Ein Kompliment und die Schweißperle läuft. Wie man so Drive With Us YouTube. Sollen wir dich abpicken irgendwie? Junge, ich bin doch nicht fertig, ich hab Maske. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was dir Fotzen so gefällt. The rain. Friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me. Ja, wir müssen einen neuen Akku kaufen in meiner Kamera, weil es gebroken. Leute, mein Pulli ist aus 2011, weil in der Schule hatten wir immer so Basketball- und Volleyballteams, da haben wir immer so Pullis gemacht. Und hinten sollte man halt seinen Namen draufschreiben. Ich dachte aus irgendeinem Grund, dass mein Spitzname Lollipop ist. Hat also einfach schon so jemand komplett gesagt. Ohne Grund. Und dahinter ist noch ein Wink Smiley Matilda, find ich gleich. Aber es ist einfach komplett Borro. Und ich halt für den Vlog? Nee, für Story. Amo hat geschossen, Amo hat getroffen und ja, ich bin besoffen. Ich rauch grad ne Keule, auf einmal so bam, die Frau meiner Träume. Halt 5 Kilometer stoppender Verkehr. Die Gegenständewerfer aus Lüchow sind mittlerweile weg. Also hat jemand Bock auf McFlurry auch? Nee. Okay. Oh, Gitterkartoffelnüsse. Hallo, ein Royal TS bitte. Ach, Beispiel. Ja, im Menü. Ja, geht das auch mit Gitterkartoffeln? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann das? Ja, zweimal. Das ganze Menü zweimal. Okay, warum nicht? Okay. Noch ein Menü dazu? Ja, also den McChicken im Menü. Ja. Sprite? Auch eine Sprite, sehr gerne, ja. Habe ich. Und dann nochmal Chicken Nuggets. Ja. Und ein McFlurry. Und ein McFlurry. Was für ein Color? Oreo. Oreo. Obwohl, McFlurry mit Oreo? Nee, Kuri. Und süß-sauer. Kuri-Dose, Kuri-Dose. Oh. Okay, das McFlurry, Oreo und Schokoladensauce? Nee, Entschuldigung. Mit zwei Zutaten. Ja, ein McFlurry Oreo. Doch mit was? Cookie Dough. Mit Cookie Dough. Schokoladensauce. Ja. Okay. So, und die Nuggets haben die mir keine Anzeige gesagt. 6er, 9er oder 20er? 6er. 20? Okay. 29? Ja, wie gut. Muckmaum. So, wir essen jetzt erstmal und dann droppen wir Karl irgendwann auf. Dann gehen Mathilda und ich ins Tattoo-Studio. Wollt ihr lieber ein Monat ohne Handy oder ein Jahr ohne Musik? Ja, ohne Musik. Lieber? Nee, einmal ohne Handy. Kann ja Laptop singen. Würdet ihr lieber einen Monat vegan oder nie wieder Nudeln? Oh, ein Monat vegan, ja. Ein Monat Schimmer. Ja. Ein Monat ohne Handy oder ein Jahr ohne Musik? Ja, ohne Musik. Wir haben noch die Chicken Nuggets. Chicken Nuggets? Die sind nicht hier drin, ne? Sie behindert? Okay, die müssen da drin sein. Ja, aber die sind da einfach nicht. Also, ich lüge gar nicht. Also, sie hat mich doch extra noch gefragt, wie viele. 29. Hallo, wir waren ja eben schon hier und wir hatten diese Chicken Nuggets bestellt, aber wir haben die nicht bekommen. Okay. Okay, danke. Ja, danke. Und Leute, hier bin ich durchgefallen, das ist eine 30er Baustelle, ich bin mit 50. Hey, kann ich da U-Turn machen? Aber ich glaube, man darf immer, außer wenn da ein Schild ist, dass man nicht darf. Also soll ich mich mal nicht helfen. Ich glaube, es ist anders. Nee, außer wenn da ein Schild ist, dass du es darfst. Du das nötig? Denk nicht so, nee, aber das Platz ist so ölig. Nee, aber das Platz ist so ölig. Oh, I don't know what to say. Haut auf die Kacke, kauf deiner Frau eine Traumlederjacke hier, LS. Wow, Jesus, Papst und Habibi.
drei Tage im Zelle und sie fahren an zu zwitschern. Sie fahren an zu zittern, weil sie Angst davon kriegt, dass wir das Beste liegen statt in meinem. Ist der nur cool? Seid ihr noch unterwegs? Wieso? Einfach so, um den Lauten zu machen. Mit Blaulicht im Nacken, das Rauschen gefühlt. Habt ihr gesehen, ist er fast rot? Oh Mann, wieso passiert mir das denn? Okay, Leute, wir haben jetzt einen Termin für unser Tattoo. Dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Ja. Okay. Wir fahren jetzt zum Tattoo-Studio. Und Artyom, falls du es siehst, ich mache deine Recommendation. Also, I knew before, ich hatte die Idee schon, aber du hast es gesagt. Ach so, ja, weil wisst ihr, als wir die Story auf Instagram gemacht haben mit diesem sagt ein Wort, was uns beschreibt, das war dafür, für das Tattoo. In this world full of people, there's one killing me. Let me do it like a rock star. Let me kiss you. So, Megabombe am Schulterblatt entdeckt. Megabombe? Megabombe. Megabombe. Aber dadurch, dass die Polizei hier alles sperrt, weil eine Fliegerbombe gefunden ist, sind wir ein bisschen später dran. Oh, this sucks, asshole. Wir müssen jetzt einen anderen Weg nehmen zum Tattoo-Studio, weil die ganze Schanze gesperrt ist, weil die eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden haben. Das ist Megaborough. Und wir sind schon 40 Minuten zu spät. Sag einfach, wie kommen wir zum Frauen? There's many police. Motherfucking gang. Whole lot of gang shit. Ja, Leute, wir haben vergessen zu sagen, also man kam da schon gar nicht hin, also auch nicht zu Fuß, deshalb das wollten wir damit zeigen. Und dann haben wir halt einen Termin für 11.30 Uhr am nächsten Tag bekommen. What are the odds, dass an dem Tag, wo Matilda und ich uns ein Tattoo machen wollen, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Straße? Ja. Ja, Leute, wir gehen gleich zu Carlotta kurz und holen sie ab und dann fahren wir mal wieder zum Tattoo-Studio. Hear the drums, they swing low, and the trumpets, they go. Class seat on my lap, girl, riding comfortable. So that a minute she can suck my penis. This is the option, this is the option. Chest to chest, tongue on neck, international oral sex. Counting up the years, steady. Stop and stare. I think I'm moving, but I don't know where. This one is for the boys with the coolness. This is the top down AC with the coolness. This is the money come up in the club, you be blazing. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. Dedicate yourself and you go find yourself. I'm sitting in the Hall of Fame. Starts in my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. Seems like everybody's got a price. I wanna have this sleep at night. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead. Wir sind jetzt im Studio. Der Tattoo-Artist ist eine Rauch. We're waiting. Also viele haben ja gefragt, ob das wehgetan hat und so. Und eigentlich schon gar nicht. Also zwischendurch hat man so ein bisschen, wenn er so zu nah an den Zehen waren oder so, aber eigentlich ging das voll.
Und die meinen auch, die hatten letzte Woche da irgendwie so einen richtig, also erwachsenen Mann. Und er hat angefangen zu heulen und zu sabbern und das war richtig schlimm und so, aber bei uns. Also ich glaube, das ist einfach unterschiedlich. Und er meinte auch, also der Tattooist, der Tätowierer meinte auch zu mir so, ja, wenn was ist, guck mir einfach in die Augen und sag, Und dann gucke ich dir in die Augen und sag, Und so auf den kann er auch nichts machen. Aber ja. Dann war ich irgendwann dran und ich habe ihm erzählt, ja, ich mache Dopamin. Und er meinte so, oh, das Glückshormon. Und da hat er einmal in der Schule aufgepasst. Und wir haben dann erstmal gegoogelt, wo das ausgeschüttet wird, in welchem Körperteil, Gehirnteil, whatever. Erstmal nachgeguckt, wie die Formel geht. Und ich hatte die ganze Zeit, eine Woche vorher, mega Angst vor diesem Tattoo, weil ich habe so Narben in meiner Lippe, also da, wo das Tattoo hinkommt, von der Zahnspange. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber einfach, wenn, also von der Zahnspange hat es einfach immer so aufgerissen. Und dann ist es einfach geblieben und ich hatte einfach Angst, dass er nicht tätowieren kann oder dass er das hässlich findet. Leute, we did it! Also, ich habe das erstens gemacht, weil in Hamburg sagt man Digger und das ist so eine Erinnerung an Hamburg einfach. Und zweitens, weil ich halt öfter Digger sage und mir immer alle sagen, also nicht alle, aber viele Jungs, dass so, ja, als Mädchen sollte man nicht Digger sagen und oh, du redest wie ein Mann, da. Und dann dachte ich mir, ja, tätowiere ich mir das. Ich habe mir die Chemikoformel von Dopamin stechen lassen. Das ist das Glückshormon und so Risikohormon, auf den das wird ausgeschüttet, wenn du Risiken eingehst. Und keine Ahnung, ich fand es ganz geil, mir das zu tätowieren. Einfach als Inspiration, cheers to teenagers und so. Und einfach, weil mir alle mal sagen, ich soll mehr lächeln, ich soll glücklicher sein, bla bla. Hallo Leute, wir haben jetzt Tattoo gemacht. Hat sie? Nein. Kann nicht, aber manchmal tut sie. Und wir müssen jetzt den ganzen Tag so rumlaufen, weil das nicht nass werden darf, weil sonst... Es ist ein Morgenrack einfach. Und das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Ja. So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Fazit. Unsere Tattoos sind auch noch da. So, my dog. Sind sie noch? Ja. Und ja, like, subscribe, comment down below, tell us what you want to see. Bye.